Wasser gehabt. Moin. Erste Zahnpasta? Ja, klar. Alter, du hast dich auch richtig schön hier. Okay, Kieshaufen. Hallo Junge. Jetzt. Gib mir deinen Käse. Danke. Komm. Wir fahren. Zwei, ne? Ich glaube, die Briten, die kennen bei sich einfach keinen Cut. Ne. Hallo zusammen und schönen guten Morgen. Grüße von der Nordschleife. Wir, Glenn und ich, sind heute am Start und drehen ein paar Runden. Es ist, Glenn sagt, nicht zu voll. Ich finde, es ist sauvoll. Für einen Sonntag ist es echt nicht zu voll. Glenn wird mich coachen, und zwar relativ passiv coachen, weil, ich sag mal, angepasst an meine mangelnde Erfahrung am Nürburgring bzw. an der Nordschleife. Und dementsprechend hoffe ich auf eine freie Runde, die ich euch dann zeigen kann, sonst werden es halt ein paar Abschnitte. An der Stelle muss ich dann einmal kurz erwähnen, dass mir Glenn mal wieder die Bremsen kaputt gefahren hat. Stimmt überhaupt nicht. Ja, volle Kanne. Also, was lernen wir alle gemeinsam daraus? Wenn das Auto knacke heiß ist, dann stell es nicht ab mit dem Fuß auf der Bremse. Nein, er konnte wirklich absolut nichts dafür. Wie war das genau, Glenn? Du hattest irgendwie... Ein E92 ist liegen geblieben in der Ausfahrt von der Nordschleife kommen. Da ging ungefähr 5 Minuten gar nichts mehr, weil der Abschlepper quasi quer in der Ausfahrt stand. Also das Auto super heiß, quasi kam gerade frisch von der Runde und bergauf oder bergab musste er dann stehen, sprich Pest oder Cholera. Entweder du ziehst die Handbremse oder du bleibst auf der Bremse stehen. Und jetzt sind die Scheiben krumm. Was aber nicht so schlimm ist, ja gut, das bremst dich jetzt nicht gerade, aber ich sag mal, wenn du spät und stark auf der Bremse bist, dann merkst du es nicht so sehr, sonst vibriert das Lenkrad wie Hölle. Wir versuchen jetzt nochmal ein paar Runden. Glenn wird mich coachen, wie gesagt, und los geht's. Ja, danke. Ich glaube, ich habe gar nicht aufgenommen. Doch. Leuchtet das rot? Ja. Ja? Ja. Nehme ich auf? Ja. Ja, ist rot. Passt. Er hat gesagt, spast. Spast. Bronco kommt. Bronco Kulitschka. Bronco wer? Kulitschka. Ah. Wilder Typ, ey. Hä? Locker die mittige Einfahrt hier. Nein, zu weit. Ich hab noch nie in meinem Leben genommen. Scheiße. Scheiße. Danke für die Hilfe. Normalerweise helfen die echt. Ja. Hat er gut gemacht. Ja, okay. Coaching an. Pin, 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 pin. Da links Richtung Körper orientieren. Einlenken. Raus an
Hammer Curb. Ganz nach rechts. Nein. Raus am Curb. Alter.
Ja, das ist, was wir vorhin meinten. Muss nicht mitten in der Runde abbrechen, weil einfach viel los ist auf der Rennstrecke. Deswegen glaube ich kaum, dass wir eine komplette Runde aufnehmen können. Aber ist halt so. Ja, Sonntag, das sind Touri-Fahrten. Das ist so. Muss man mit rechnen. Schön Audi auf dem Porsche gebrushed. Vor allem, man munkelt ja eine sehr gute Farbkombination. Kaufmann, Amores, 700. Oh nee, 36. Geilig. Krass, ey. Oh, der sieht auch scharf aus. Schlitten. Was? Hier noch, gerade hier sind die 46. Oh ja. Ah, geil, Manfred da drin, ey. Ordentlich Sturz. Vorsichtig aber den Käfig festhalten. Ja. Wilde Farbe geht so. Ja, geht zur Farbe. Nice car, man. Thank you. Ah, Evo. Tiefer gelegt. Ja, jetzt sitzen wir hier wie zwei schwule Tauben mit einer Kamera, die uns zuguckt. Hi. Tag. Ihr macht das schon ziemlich geil. Ja, oder? Danke. Nein, also zusammenfassend, wir sind fertig. Wir hatten zwei Tage auf der Nordschleife. Mir hat es super viel gebracht, vor allem das Coaching von Glenn war Hammer. So viele freie Runden hatten wir jetzt nicht. Normalerweise versuche ich immer was einzubauen, dass jemand ein bisschen was lernen kann. Aber so seht ihr mal, was zwischen den einzelnen Steps passiert und wie wir das Ganze testen und machen. Für mich war es jetzt nochmal eine neue Komponente und zwar habe ich kaum bis keine Erfahrung auf dieser Strecke hier und da war ich echt auf Glenns Coaching angewiesen. Übernächste Woche bin ich alleine da. Ich muss jetzt einfach echt Runden abspielen hier auf der Strecke. Alles andere ist Quatsch. Also da kannst du noch so viel über Theorie und Technik quatschen. Wenn du hier schnell sein willst, musst du einfach fahren, fahren, fahren. Ja, richtig? Ja. Ja, abschließend ist uns die Bremse abgeraucht. Sprich, die Scheibe ist krumm, aber auch nur, weil Glenn aufgrund eines Unfalls auf einem Abhang dann lange stehen musste. Dann stand da 5 Minuten auf einer heißen Bremse. Ging halt nicht anders. Und ich hoffe, dass wir bald ein paar geile Videos mit Glenns E36 hier filmen werden. Was mit dem Auto passiert ist, wisst ihr aus dem vorherigen Video. In dem Sinne... es ist laut, in dem Sinne ist das hier laut. In dem Sinne gehen wir jetzt ein Pizzchen essen und fahren wieder nach Hause. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.